Hallo zusammen. Das Thema ist, ich habe hier oben ein Schweizer Kreuz und hier bin ich jetzt 55 Jahre und diese Produkte hergestellt in der Schweiz. Ich sage nie, dass wir in der Schweiz herstellen. Ich sage von gewissen Produkten, dass wir die in der Schweiz herstellen. Aber wir haben Schweizer Kreuz, wir haben Schweizer Wurzeln, wir haben WEMO.ch, klar haben wir WEMO.GmbH.de als deutsche Seite und da findet er auch das Schweizer Kreuz. Dann gibt es Leute, die sagen, sie hätten so einen Kühlschrank hier, hier ist ein Preisschild mit dem Schweizer Kreuz und hier auch ein Schweizer Kreuz drauf. Wir sind stolz, dass wir Schweizer sind. Und hier hinten habe ich dann auch wieder das Schweizer Kreuz. Mal schauen, ob man sieht, auch in Schweizer Kreuz. Und dann steht hier, Made in Italy. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Dieser Kühlschrank ist Made in Italy. Der Kompressor, das ist ja die ganz geile Übung. Da steht, das ist Seccob, ehemals Danfoss Flensburg. Made by Seccob. Ich kenne kein Land, das Seccob heißt. Aber wir schauen das weiter an. Hier habe ich einen Danfoss-Kompressor. Und wenn man das genau anschaut, steht da Made in Germany. Bei diesem Kompressor, das ist das Gleiche, ist einfach ein anderes Kältemittel. Eine andere Spannung. Hier steht bei Nidec. Seccob hat mal Nidec gehört, heute wieder nicht mehr. Das ist auch der Seccob-Kompressor. Und hier steht Made in China. Der nächste Kompressor, der hier steht, Made in Slowakia. Also Slowakei auf Deutsch gesagt. Also wenn ihr bei mir einen Kompressor, einen Kühlschrank kauft oder so, heißt das noch lange nicht, dass es in der Schweiz hergestellt ist. Wenn ich Video schreibe, Seccob ist eine deutsche Firma. Der Hauptsitz ist in Deutschland. Nur Produktion bei Nidec. Sagt immer, wo das Land liegt. Slowakei oder China. Das sind alles die gleichen Kompressoren. Und wenn ich natürlich dann so einen Kompressor hier einbaue, der kommt aus Seccob. Ist das natürlich, ist das kein Made in Switzerland, aber auch nicht Made in Seccob. Ja, weiter habe ich ja Batterien im Sortiment. Ihr kennt vielleicht meine 100 Ampere Batterie oder meine Batteriebox hier, da habe ich ein Schweizer Kreuz drauf. Hergestellt in China. Die Batteriebox, ja, die kommt aus China. Wir bauen zwar hier die Box noch hier rein, in der Schweiz, weil wir unterschiedliche Konfigurationen haben, aber schlussendlich ist das Teil made in China. Ich habe Solarzellen im Sortiment, so für ein Camper oder also ein Gartenhäuschen. Ich kann es euch nicht zeigen, weil da steht nicht drauf made in China, da steht drauf Leipzig, Germany. Aber das ist nur die Anschrift. Nicht der Herstellungsort. Ja, glaubt ihr eigentlich, wenn ihr in Deutschland oder in der Schweiz bei einer Schweizer oder deutschen Firma was kauft, dass ihr dann immer hergestellt in der Schweiz kriegt? Ich habe hier Stundenlöhne. Netto von 60 Euro in der Stunde, die ich zahlen muss. Dann haben die noch frei, wenn ich dann runterrechne, ist das noch viel schlimmer. Aber also die 60 sind nicht das, was mein Angestellter kriegt, sondern das, was ich dafür bezahlen muss. Das soll es gewesen sein. Alles made in Switzerland. Ich mache euch hier ein Video über diese Batteriebox und hier ein Video über diesen Schrank hier. Und hier über Gartenhäuschen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.